wichtigen Teil. Auf jeden Fall kommen wir jetzt zum wichtigen Teil. Oh mein Gott, oh mein Gott. Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Vlog auf unserem Kanal. Wir sind endlich zurück und diesmal hoffentlich für immer. Ja, wir möchten uns erstmal auf jeden Fall entschuldigen, dass wir jetzt so unregelmäßig in den letzten, ich sag mal im letzten halben Jahr gevloggt haben und auch immer wieder gesagt haben, ja, wir fangen jetzt wieder an und bla 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 bla. Aber wir haben uns endlich jetzt so organisiert bekommen, dass wir tatsächlich jetzt regelmäßig vloggen. Nicht fünfmal die Woche, aber halt auch nicht nur einmal im Monat, sondern ein bis zweimal die Woche. Genau, ein gesundes Mittelding. Und ja, das wollen wir auf jeden Fall anhalten. Wir hoffen, ihr freut euch drauf. Jetzt wird sich erstmal fertig gemacht, weil wir sind gerade beide von der Arbeit gekommen, haben direkt schon fleißig hier was gemacht. Wir haben Pakete gepackt und so. Heute steht ein wichtiger Termin für uns an. Ja. Da freuen wir uns schon drauf, aber dazu nachher mehr. Jetzt muss ich mich erstmal fertig machen, weil meine Haare sehen aus wie Mist. Ja, guck mal meine. Deine Haare auch und du musst dich auch mal ein bisschen schminken hier, ne? Ein bisschen. Also du bist wunderschön ungeschminkt, aber wir machen jetzt Fotos und Bilder und so und so. Ja, okay. So, übrigens habe ich etwas zu zeigen und zwar hier oben. Ihr wisst mit Sicherheit gerade gar nicht, wo ich stehe, denn ich habe umgeräumt. Und zwar geht es ja hier die Treppe rauf. Dum, dum, dum. Und so sieht es jetzt hier aus. Also hier ist es immer noch nicht schön, weil die Schuhe hier so stehen, aber da soll eigentlich noch was anderes hinkommen. Und der Teppich liegt hier auch nur provisorisch. Bitte nicht denken, dass der hier liegen bleiben soll. Ich finde den nicht wirklich schön. Hühnchen, ich gehe mal hier ein Stück runter. Also das ist ja hier so dieser kleine Flurbereich. Und ich wollte unbedingt einen Spiegel haben, um meine Outfits of the Day posten zu können. Und ja, das habe ich mir jetzt hier so eingerichtet. Eine Uhr dahin getan, die völlig unnötig ist, weil wenn ich es so filme, sieht man halt nichts von der Uhr. Aber ja, ich fand sie schön. Dann habe ich da noch einen Korb, wo eigentlich noch was hin soll. Und hier diese Sachen. Und ja, das ist aber noch nicht fertig. Eigentlich sind da noch ganz viele Bilder an die Wand und da auch. Und da eine Lichterkette und Deko und und ja, genau. So sieht's aus. Achtung, ich bin auf Klo. Oh. Was? Sorry. Wie soll ich denn auf Klo sein und gleichzeitig die Tür zu machen? Ja, ich habe jetzt schnell die Hose hochgezogen. So, ich mache mich jetzt auf jeden Fall erstmal fertig. Hier, magst du die Bademäntel? Warum liegen vier Bademäntel auf meinem Stuhl? Warum liegen vier Bademäntel auf deinem Stuhl? Das habe ich schon gefragt. Magst du die wegräumen, Schatzi? Du bist ein Schatz. Und Corby mal wieder nicht. Wir müssen mal wieder auf ihn warten. Wie immer. Ey, das ist gemein. Ist doch so. Ja, Entschuldigung. Ja. Sorry. Übrigens, Leute, habe ich heute auf der Arbeit mein Haargummi geschrottet. Kennt ihr das, wenn ihr damit so die ganze Zeit so rumspielt und dann hat es auf einmal so ping, ping gemacht und dann hatte ich keins mehr und mich haben meine Haare so unfassbar genervt, weil man sieht es vielleicht, sie sind halt nicht frisch gewaschen. Voll eklig. Und dann waren die so offen, total hässlich und ich, ah. Und ich wollte auf keinen Fall, dass die Haare den ganzen Tag offen bleiben und dann hatte ich kein Haargummi und niemand hatte ein Haargummi. Und dann habe ich einfach, seht ihr das, diese Bürogummis genommen. Und oh mein Gott, das tut so weh, die rauszumachen. Ah, oh mein Gott. Schatz? Ja? Ich habe ein Haarproblem. Okay. Aua. Warum? Ja, weil... Ah, oh mein Gott. Guckt mal bitte, wie viele Haare. Seht ihr das? Ah, fokussiere nicht mein Gesicht. Moment, so. Wie viele Haare da drin sind. Aua. Das hat wehgetan. Eine Frau weiß sich zu helfen in der Not, ne? Wir waren jetzt auf jeden Fall gerade bei der DHL, also bei der Post, und haben Pakete weggebracht, mal wieder. Wir waren bei der Post. Wir nennen keine Namen. Achso, ja, ja. Wir waren bei der Post. Nein, wir haben auf jeden Fall Pakete weggebracht und waren jetzt quasi noch kurz in der City. Nachher haben wir den Termin, wovon wir euch gleich erzählen werden. Jetzt vorher gehen wir aber erstmal Auto waschen. Das weil Auto. Das Auto sieht aus wie Sau. Also wirklich komplett, aber ja. Ja, da hat mein Papa sogar hinten drauf geschrieben, aber zeige ich euch gleich, wenn wir da sind. Ich meine, wir leben ja auch gefühlt hier in diesem Auto, ja, ne? Also wirklich, wir sind gefühlt mehr Zeit verbringen wir im Auto als im eigenen Bett. Im eigenen Bett. Deswegen, ja. Ja, leider. Leider, 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 aber... Deswegen das geht's jetzt wischiwaschi. Ja, wird jetzt gewaschen. Schrubbi, schrubb. So, Schatzi ist gerade... Oh Gott,
Ich muss richtig dringend pinkeln. Kennt ihr das auch so? Ihr seid so zu Hause und egal, euch geht's super. Ihr verlasst das Haus 5 Minuten später. Ihr musstet noch nie so dringend auf Toilette wie dann in diesem Moment. Unfassbar. Auf jeden Fall, Schatzi ist hier das Geld klein wechseln, damit er hier sprühen kann. Das ist so eine Selbstbedienungswischwaschanlage hier. Und wir ärgern uns voll, dass wir hier in diesem Kasten drinnen stehen, weil es gibt auch so Außenanlagen. Aber da stehen 3 Autos und keins von denen wäscht. Die sitzen alle da drinnen mit ihrem Handy und gucken grimmig, wenn man vorbeifährt. Und ja, jetzt sitzen wir hier in diesem Kasten. Das ist immer doof, aber egal, kriegen wir schon hin. Und übrigens, während er jetzt hier gerade das Geld am Wechseln ist, kann ich euch was erzählen. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt, aber Kobe hat jetzt einen neuen Kanal. Und zwar Kobe Mahoney heißt der auf YouTube, ja. Also der alte Kobe-Kanal, den gibt es auch noch. Aber Kobe Mahoney ist nur für Gaming. Also da kommen jede Menge Gaming-Videos und Ausschnitte aus Streams und diesen ganzen Kram. Und er streamt jetzt wieder regelmäßig auf Twitch, aber ohne Mii. It's magic! Hi! Kennst du dieses Lied? It's got a magic. Ich hab gerade den Leuten erzählt, wie cool, was für ein cooler Gamer du jetzt bist. Ja, Mann, das freut mich. Danke fürs Erzählen. Vielleicht hat ja jemand Lust einzuschalten. Eventuell. Ach, schade, ich wollte jetzt einen coolen Move machen, aber geht nicht runter. Tschüss! Komm, putz mal! Mach dich nützlich! Hä? Mach dich nützlich und putz mal! Wie bitte? Mach dich nützlich und putz mal. Ja, mach ich jetzt auch. Oh, mein Kopf platzt. Wir hatten gerade mit unserem Steuerberater schon wieder ein bisschen was für die Steuer gemacht, aber jetzt ist die Steuer für 2017 endlich fertig. Und ja, ihr denkt euch jetzt so, 2017, Kobe im Monat, seid ihr verrückt, das hätte schon längst fertig sein müssen. Ja, hätte es auch. Ja, klar. Au! Ach, du Dulli. Hat gar nicht wehgetan. Ja, das hätte es auf jeden Fall, aber wir haben das ganz, ganz lange verschlafen. Wir haben Gott sei Dank beim Finanzamt halt immer rechtzeitig angerufen und Bescheid gesagt und haben die Fristen verlängert. Die läuft jetzt leider Ende April ab. Das heißt, wenn ihr das Video seht, heute oder morgen oder gestern, ich weiß es nicht genau, wann das Video online kommt, aber oder läuft dann die Frist ab und unser Steuerberater macht jetzt heute die letzten Sachen fertig. Ich hoffe, er kriegt das alles hin. Wir reichen auf jeden Fall pünktlich ein. Ja, hoffentlich. Ja, weiß man nicht. Ne? Aber wenn man, ich sag mal so, bis die Post rausschreiben und einem, ne, dann ist so meistens schon der 5. Mai. Also er hat noch ein paar Tage Zeit. Das ist auf jeden Fall jetzt gerade hier. Könnt ihr euch noch an den letzten Vlog erinnern, wo wir euch gefragt haben, ob die Ananas, die wir da haben, noch gut ist oder ob wir die noch essen können? Wir haben sie immer noch. Nein, sind neu. Ja, Mann, ich wollte einen Witz machen. Okay, wir haben sie nicht mehr. Hey, das hättest du mir doch vorher sagen müssen, wenn du die Leute reinlegen willst. Okay, nein, also sie wollte euch reinlegen, aber nein. Ja. Cool. Egal. Okay. Komm jetzt zum wichtigen Auf Teil. Auf jeden Fall kommen wir jetzt zum wichtigen Teil. Oh mein Gott, ja, also hallo. Es ist vielleicht für einige ein ganz, ganz kleiner Schritt, aber für uns ist es ein sehr großer. Für euch ist es ein kleiner Schritt. Aber für uns ist es ein großer Schritt für die Menschheit. Nein, für uns, für unsere Beziehung vor allen Dingen. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon im Titel gelesen. Und zwar hatten wir heute einen Termin bei der Bank. Und bevor jetzt alle ausflippen, nein, wir kaufen kein Haus. Wir mieten noch nichts, wir nehmen uns auch keinen Kredit. Wir haben Kredit genommen oder so, sondern wir haben das erste Mal... Für mich, also für uns beide ist das eine wichtige Sache. Ja, ich finde es voll emotional irgendwie, keine Ahnung. Und das ist so der nächste. Das macht man, wenn es wirklich ernst ist, halt eigentlich. Ja, also ich meine, wir hätten es auch eigentlich schon viel früher machen können, aber jetzt gerade, also es ist halt ein passender. Ernst. Zeit. Ja, nein, es ist ernst, aber ich sag mal so, diesen ernsten Schritt hätten wir auch schon früher gehen können, so ja, meinte ich das. Aber jetzt ist es halt. Jetzt ist es halt gerade passiert. Und zwar haben wir uns aus gegebenem Anlass zusammen ein Konto erstellt. Und jetzt fangt alle nicht an zu lachen, sondern das ist wirklich in unserer Beziehung ein ernster Schritt, weil wir haben natürlich schon unsere gemeinsamen Ausgaben gehabt, wie Miete etc., dies, das, aber wir haben bis zum heutigen Tag und auch bis noch nächste Woche, aber das Konto dauert ein bisschen. Das Konto muss erst eröffnet werden. Genau. Haben wir bis zum heutigen Tag unsere gesamten Kosten auf getrennten Konten gehabt. Ja, also bei mir ist die Miete abgegangen, dann hat sie dafür das gemacht oder jenes.
Und jeder hat sein eigenes Konto und das Geld wurde einfach nur von A nach B geschoben. Jetzt, genau, und ihr wisst hier auch, haben wir auch schon ein paar Mal darüber geredet, dass wir eine Haushaltskasse quasi in dem Sinne hatten, wo wir jeden Monat er seinen Beitrag reingetan hat und ich meinen Beitrag reingetan habe für Sprit und Essen und diesen ganzen Kram. Und es fängt an zu regnen. Sind da Fenster zu? Ich glaub, warte, wir müssen mal ich will nochmal vor, wir kommen gleich wieder. Okay. Fast eine Überschwemmung da oben. Nein, Quatsch. Alles ist zu, deswegen weiter geht's. Ja, auf jeden Fall haben wir ja diese Haushaltskasse und ja, das hatten wir halt bis jetzt halt immer so, ja, in so einer kleinen Haushaltskasse hier zu Hause, halt im Bar und jetzt haben wir ein eigenes gemeinsames Konto. Ja. Das läuft auch auf uns beide, jeder kriegt seine eigene Karte. Und wir waren erstmal so, wir sind in die Bank gesteppt. Wir waren so, hey, yo. Wir waren so voll, wuh, wir haben jetzt Bock und dann können wir ein gemeinsames Konto erstellen, wenn wir noch nicht verheiratet sind. Und er guckt erstmal so, ja, können Sie! Und ich so, ja! Das war wirklich so, der Mann so, ja! Und wir so, wuhu! Und machen dann einfach so diesen, yeah! So in der Bank drin. Ja, man kennt uns. Aber unser Bankberater war sehr cool. Wir haben uns diesmal für eine, also für unsere lokale Bank hier in der Stadt, also im Kölner Bereich, entschieden. Wir hätten eigentlich auch gerne eine Online-Bank genommen. Wir haben zum Beispiel für unsere, das kann ich ja verraten, ist ja kein Problem, wir haben für unsere Business-Konten, also wo die Geschäftssachen drüber laufen, haben wir Online-Banken und so, da funktioniert das recht einfach, aber wir wollten halt jetzt gerade für das Konto halt einen Ansprechpartner haben. Ich habe zu ihr gesagt, so hey, jetzt zahlen wir Kontogebühren und so, ja, richtig, aber das ist jetzt gerade eine wichtige Info für euch, wenn ihr das auch machen wollt. Kontogebühren sind wie eine Versicherung, weil ihr zahlt dafür. Und wahrscheinlich werdet ihr es niemals brauchen. Aber wenn, dann habt ihr direkt einen Ansprechpartner. Ihr könnt vor Ort in die Filiale fahren. Ihr könnt dem den Arsch versohlen, wenn der Scheiße gebaut hat. Ja. Und wenn ihr halt diesen Online-Service habt, dann geht das halt nun mal nicht. Da müsst ihr irgendwie Hotline, Modline und so. Klar haben die 24-Stunden-Hotlines, aber das ist nie so gut wie so. Und wenn ihr quasi eine Handyversicherung habt, ihr zahlt da quasi jeden Monat für. Wenn euer Handy nie kaputt geht, habt ihr umsonst gezahlt. Aber wenn es kaputt geht... Ja. Ja, genau. Dann deswegen. Auf jeden Fall haben wir jetzt unser erstes gemeinsames Konto. Ja, und jetzt fühlt es sich an, als wenn wir verheiratet, aber sind wir nicht. Aber es fühlt sich so an. Das ist immer traurig. Nicht traurig, ne? Doch, du bist traurig. Nein, nicht traurig. Hey, wir lieben uns. Soll ich auf die Knie fallen? Nein. Siehst du, du würdest direkt ja sagen. Ha. Natürlich würde ich ja sagen. Ich bin aber trotzdem nicht traurig, weil ich weiß, dass unsere Liebe auch so stark genug ist. Ja. Und ich bin froh, dich an meiner Seite zu haben, ob ich jetzt einen Ring am Finger habe oder nicht. Wobei ich ja schon einen Ring am Finger habe, aber keinen Verlobungsring. Aber das bedeutet mir genauso viel. Ja, mir hier auch. Ne? Der ist auch immer an meiner Seite. Ja. So. Okay, jetzt hören wir auf, bevor wir zu sentimental werden. Falls ihr mehr Informationen zu der ganzen Bankgeschichte und zu irgendwas habt, schreibt es in die Kommentare. Wir sind jetzt bestens informiert. Wir sind erstens jetzt best informiert und zweitens, wir wollen einfach auch ein paar Sachen mehr mit euch besprechen. Vielleicht auch euch bei ein paar Sachen helfen. Also wenn ihr Fragen zu irgendwas habt oder Themen, wo ihr euch vielleicht nicht gut auskennt, dann schreibt es in die Kommentare. Ja, und schreibt es in die Kommentare und dann können wir uns auch einfach mal hinsetzen und Fragerunden machen. Genau. Weil ich finde, heutzutage in der Schule wird man viel zu wenig über sowas aufgeklärt. Ja. Warum lernt man in der Schule nicht, wie man eine Überweisung ausfüllt? Lernt man nicht. Wenn man niemanden hat, der einem das zeigt, weiß man es nicht. Das finde ich bescheuert. Das das sind ja wirklich einfachste Sachen eigentlich. Aber wenn man halt gar keinen Plan davon hat, dann, also, und ich finde es auch total, jetzt mal hier, wenn wir jetzt noch ein Stückchen weitergehen, dass ganz viele Leute sich in der Schule nicht trauen, im Sexualunterricht, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber aufzuzeigen und was zu fragen, weil sie was nicht wissen, ist aber nicht fragen, weil es ihnen peinlich ist. Also wirklich, ihr könnt uns alles fragen, wir sind ein Paar seit 4 Jahren zusammen und wir versuchen euch, so gut es geht, wie wir wissen, alles zu erklären und zu helfen und so sachlich wie deswegen alles in die Kommentare, dann machen wir eine Kobi-Mone-Fragerunde erklären Video. Woo! Ja, und jetzt So, was Hunger. Essen wir? Hunger, ich weiß nicht. Happa, happa. Wir haben momentan, diesen Monat ist Geld ein bisschen knapp bei uns gewesen. Wir mussten ein bisschen Sparmodus, oh mein Gott, wir mussten ein bisschen Sparmodus einlegen, deswegen müssen wir aus dem, was wir hier vor Ort haben, quasi uns das aussuchen. Okay, also wir machen, weil wir wirklich wenig Zeit haben, wir müssen heute noch viel tun, Kartoffelpüree, Fischstäbchen und Spinat und Kartoffelpüree heute aus der Tüte, weil es muss schnell gehen. Spargel muss ich eigentlich auch wegmachen. Spargel? Kannst du morgen machen. Sind wir morgen zu Hause? Ja, wir sind morgen zu Hause. Okay. Ja, okay, das heißt, es wird gekocht. Kannst du meine Jacke bitte aufheben? I don't know what she's doing here, Mace. She's so crazy. I'm, like you're so crazy. Oh, man.
You are crazy, ja, crazy. Oh, was denn? Was ist denn daran eklig? Eklig wird es nur, wenn ich es feucht mache. Okay, alles klar. Ja, jetzt wird auf jeden Fall erstmal gekocht. Ne? Yummy, yummy, yummy. It's so funny. The rich man's world. Yummy, yummy, yummy. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Wer liegt denn da auf der Couch? Kobi. Wer hat sich denn da verletzt? Kobi. Schaut mal, Leute, wir haben gerade... Oh, tut mir leid, Entschuldigung, habe ich nicht drüber nachgedacht. So, oh Gott, ich bin echt ein Tollpatsch. Wir haben gerade Fangen gespielt. Ich wollte eine Instagram-Story aufnehmen und ich sag noch so, renn nicht die Treppe runter, du fällst. Und er ist gefallen. Man sieht nichts irgendwie, aber es tut wohl sehr dolle weh. Ja. Guten Morgen, ich bin so kaputt. Ich habe gestern nach der Szene, die ihr gesehen hattet, noch ein Gaming-Video aufgenommen. Ich weiß gar nicht, ob Mone sich nochmal gemeldet hat, ich glaube aber nicht. Die hat Wäsche gewaschen und ist dann auch direkt ins Bett. Und ich habe halt noch ein Gaming-Video aufgenommen für meinen Gaming-Kanal. Ja, und das ging 2,5 Stunden und dann bin ich irgendwann um 2 ins Bett oder so. Ich bin absolut fertig. Wenn euch der Vlog gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben, da wir würden uns wirklich sehr freuen. Schreibt einen lieben Kommentar und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Vlog. Bis dann im Namen von Mion und mir. Wir haben euch lieb. Bis dann. Ciao, ciao.